Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Familie Stone. Und wir sind hier noch mitten im Date mit Riley und Sophia, die sich super verstehen, auch wenn hier gerade Minus ist. Aber ihr seht schon hier ein traumhaftes Date und so, also es läuft bei denen auf jeden Fall. Vor allem, sie hat hier auch alles schön im Platin-Bereich. Warum ist sie eine Herzensbrecherin? Ich weiß es auch nicht. Aber die verstehen sich auf jeden Fall ganz toll und ich lieb's sehr. Und die beiden sind auch super dabei hier, die so... Ja, wir quatschen hier noch am Tisch. Müssen aber trotzdem unsere Tochter ein bisschen beobachten. Zwei Liebschaften zur gleichen Zeit, Entschuldigung. Was ist denn hier los? Eine Nähmaschine kaufen? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wow, so prächtig habe ich mich noch nie mit jemandem amüsiert. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mich wieder anrufst. Bitte, oh bitte, oh bitte, ruf mich an. Ich kann gar nicht abwarten, all meinen Freunden von dir zu erzählen. Ich warte. Warum will sie mit so vielen Leuten irgendwas haben? Nein. Hi Diane, da Sophia sich letztens so gut mit dir amüsiert hat, wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, mit in die Downtown zu gehen. Okay, wir sind jetzt anscheinend mit der befreundet. Was macht sie schon wieder in ihrem Bett? Nein. Oh, wir müssten selber dahin gehen in der Downtown? Oh. Naja, dann versetzen wir Diane halt. Das ist ein Kind. Was soll schon passieren? Sie hat so gute Bedürfnisse. Sie muss noch nicht mal schlafen. Wo warst du? Ich kann es nicht fassen, dass du mich versetzt hast. Fass mich nie wieder an. Das vielleicht auch, aber... aber so sauer ist sie gar nicht. So, ich habe sie jetzt mal nach Hause geschickt, weil sie ist jetzt ja irgendwie gefühlt schon seit 3 Tagen bei uns. Also irgendwann reicht dann auch, ne? Ich glaube, die Eltern machen sich langsam auch Sorgen. Oh mein Gott. Sie ist so süß. No. Kommt sie einfach extra nochmal vorbei, um uns Rosen vorbeizubringen. Oh. Riley, nie hätte ich auch nur zu träumen gewagt von einer solch süßen Maus. Als Erinnerung an die schönen Stunden mit dir schenke ich dir diesen Strauß. Oh mein Gott, I love you. Das ist das Süßeste jemals. Also dann können wir ja unseren anderen Topf, keine Ahnung, können wir ja nach draußen stellen. Oder so. Ich stelle den jetzt nach draußen. Dann stellen wir den hier oben hin. Das ist viel süßer. Und persönlicher. Und ich weiß nicht, ob er sich das immer noch wünscht, aber ich gucke mal nach dieser Nähmaschine. Weil das wäre ja schon auch ein bisschen süß, ne? Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel Platz, aber stellen wir die immer noch draußen. Ist doch egal. Kann er ja mal austesten. Und er möchte eine Skulptur kaufen. Ich meine, wir haben ja eigentlich gerade ganz gut Geld, ne? Also da kann man sich schon mal ein bisschen was leisten. Ding ist nur, wir haben eigentlich auch nicht so viel Platz, um uns irgendwo was hinzustellen. Aber ist kein Problem. Wie wäre es denn mit dem kurvigen Musikständer? Das passt doch ganz gut, weil hier hinten ist ja auch die Musikanlage, die übrigens auch weiter nach hinten kann. Können wir dann den Boden doch auch ein bisschen größer ziehen, oder? Dann sieht man besser, wo man halt noch was hintun kann. Ich meine ja nur, jetzt wollen die alle nähen. Was ist mit euch? Süß, sie möchte sich mit der Freundin ihrer Tochter anfreunden. Das ist so cute. Oh. Es wird nur richtig traurig, ne? Also ich meine, wir haben jetzt ja noch diesen und dann nächsten Part noch. Wenn mir da jetzt noch einer wegstirbt hier, ne? Egal wer es ist, dann bin ich sauer. Ich möchte das nicht. Er möchte einen Blog schreiben über Kunst und Handarbeit. Und er würde gerne nähen. Apropos, wir können eigentlich auch hier oben mal ein paar mehr Lichter hin tun, ne? Es ist schon echt dunkel hier oben. Aber es zählt nicht als drinnen. Deswegen. Hier Wandlampen sind anscheinend auch schwierig. Ob das jetzt wirklich besser ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe es versucht. Ihr könnt ja noch mal ein bisschen Pfötchen geben, üben oder so. Ein Seifenblasenpuster kaufen. Was ist denn eigentlich mit euch allen immer? Ach, er braucht einen Stuhl. Sag das doch gleich. Ja, okay, hätte ich mir vielleicht auch denken können. Wer macht das schon im Stehen? Jetzt klappt's aber. Sehr schön. Einfacher Topflappen. Sehr viel Detailarbeit. I love it. Ich möchte ihn hier noch einmal befördern lassen. Das müsste jetzt ja dann beim nächsten Arbeitstag eigentlich funktionieren. Außer die wollen halt wirklich, dass das mit dem Kochen klappt. Aber sonst lassen wir ihn halt noch mal ein bisschen kochen üben. Yay, der Topflappen ist schon fertig. Süß. So, Riley ist auf dem Weg zur Schule. Yay, Blackie kann jetzt Pfötchen geben. Juhu. Wir können auf jeden Fall theoretisch Hochzeitstag feiern. Ich weiß nicht, ob das als Goldhochzeit zählt. Oder ob da halt das speziell stehen muss. I don't know. Dieses Spiel verwirrt mich manchmal. Moderner Künstler ist er. Wow. Warum immer auf den Teppich? Sie hat Beate mitgebracht. Was denn hier passiert? Hallo? Okay. Entschuldigung. Das sind Dinge, die man nicht unbedingt möchte. Die haben anscheinend eine gute Connection. Aber wir haben jetzt eine Freundin. Und das wollen wir auch. Richtiger Rentnerhaushalt hier unten, ne? Die eine macht einen Mittagsschlaf, der andere liest ein Buch. Wow. Einfach nur wow. Hausaufgaben sind sehr wichtig, deswegen let's go. Oh, da wurde gekocht.
Nein, oh, lass doch immer das Bett in Ruhe von ihr, ey. Ich finde das voll nicht in Ordnung. Ja, ich würde sagen, wir bauen eine Alarmanlage ein ins Auto. Einfach, weil wir gerade das Geld und so haben und naja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Einfach, um es mal gemacht zu haben. Außerdem hat Romy dann endlich mal wieder was zu tun. Wow, sie ist ja schon wieder da und geht direkt schlafen. Toll. So, Raoul hat jetzt seinen Punkt bekommen. Also wenn er morgen nicht befördert wird, dann weiß ich auch nicht. Und dann können wir ihn in Rente schicken. Nee, du flirtest nicht mit Beate. Wir können gerne Freunde sein, aber das war's dann auch, ne? Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Es hat sich einfach gelohnt. Wir müssen nicht nur paranoid sein, wir müssen paranoid sein, das wollte ich sagen. Kasimir Stahl, schon wieder. Der Typ, ne? Ich glaube, der macht das nur noch aus Rache, Alter. Aber diesmal wirst du geschnappt. Ja, hier ist nicht so viel Platz, Leute. Sie holt erstmal die Post. Gut, wenn es sonst nichts ist, ne? Coupon für eine freie Mahlzeit für dich und deine Gäste in einem eleganten Restaurant deiner Wahl. Du hast eine Belohnung von 500 Simoleons für die Festnahme des gesuchten Kriminellen. Yay! Er scheint ja ausgebrochen zu sein, ha? Huh? Weil er saß ja schon mal im Knast, theoretisch. Der Hund steht einfach nur vorm Spiegel und freut sich. Das könnte auch einfach Bella sein. Süß, wie er sich aber auch freut, hier das zu machen. Ich weiß noch nicht mal, wie man an einem Kochwettbewerb teilnimmt. So, viel Spaß euch, ne? Ihre Wünsche helfen mir jetzt gerade aber halt auch nicht, ne? Haben halt nichts, was wir jetzt so direkt tun könnten. Sind alles Sachen, die man nur alleine machen kann. Oh, Telefon. Na, es ist wieder Adelheid. Sie ist so süß, sie ruft ständig an, ne? Das ist eine Freundin, sag ich. Warum bringt sie ja nicht immer Schulfreunde mit? Safe legt sie es eh wieder auf den Teppich. Ich wusste es. Yay! Ein Arbeitskollege ist mitbekommen und er wurde befördert zu etwas, was ich glaube ich nicht aussprechen kann. Er hat einen Bonus von 2660 bekommen, hat aber sowieso schon 1330 verdient. Läuft bei ihm. Ich würde gern jetzt in Rente gehen. Es ist Zeit. 380. Wow. Das ist ja wirklich traurig. Es ist mir zu realistisch hier, ja? Sie hat schon wieder Chili con Carne gemacht. Okay, wild. Wir haben zwar noch was, aber kein Problem. Wildes Outfit, Girl. Sehr wild. Vor allem so für eine Omi. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ew, sie ist ein bisschen sloppy. Okay, es soll wohl ein bestimmtes Grundstück geben, wo man dann so einen Kochwettbewerb machen kann. Das heißt, das ist eher nichts, was wir tun. Jetzt will sie mal mit allen Best Friends werden direkt. Übertreib doch nicht deine Lage. Dass sie immer den Fernseher anlassen. Was ist mit euch? Nero, süß. Toll, sie richtig stinkend. Und er Schlafanzug mitten in der Nacht am Tanzen. Ist auch irgendwie ein bisschen süß, aber auch wild. Jetzt kann er sich aber voll und ganz theoretisch auf sein Bild konzentrieren, ne? Auf sein Meisterwerk. Oh mein Gott, hier kommt einfach einer rein und schubst sie. Was ist da los? Hallo? Was ist mit ihm? Wie aggressiv kann man sein? Vielleicht kann sie ja mal ein bisschen trainieren. Sport machen ist vielleicht auch nicht schlecht. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Ja, wie gesagt, das ist der vorletzte Part, ne? Der nächste Part ist dann der letzte. Also, jetzt haben wir dann zum letzten Mal noch was. Wenn noch irgendwas unbedingt passieren soll, schreibt es mir. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir dann genau machen wollen, werden, was auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!